Ist komisch, dich nicht zu sehen. Ja, kommen wir ja gleich wieder nach dem Match. Yeah, now we're talking. The following is a tables, ladders, and chairs match. Making his way to the ring, representing the Disciples of Darkness from Germany, weighing in at 228 pounds, the Terror Cloud. And guys, this looks to be a match with major implications here in WWE. Could change the entire landscape here. Das ist dein Charakter, ne? Ja. Gegen? Wild Boy. Wild Boy. Doesn't matter where or when he's competing, this guy just wants to fight. And he's about to get one. Und er fragt auch, für wen ihr seid. Für wen bist du? Oh Gott, das ist jetzt, das ist aber eine, puh. Ja, natürlich für dich, ne? Was soll ich das? Die absolut richtige Antwort. Ich kenn's natürlich beiden, aber du, White Boy, er weiß, wo ich wohne. Das ist das Problem. Nein, Scherz beiseite, alles gut. Kann man in dem Wrestling auch gegen die Superstars kämpfen? Ja. Roman Reigns und so? Ja. Aber ich hab die ja bewusst nicht in der Liga. Gut, aber so ein Endkampf, das wer sich halt qualifiziert bis Open End und dann gegen so einen Superstar gewinnen kann, finde ich schon nicht schlecht. Und es kann losgehen. Tables, Ladders, Chair. Alle Drills gegen den White Boy. Boom! Und alle mit dem besseren Start. DDT, aber den Dropkick weicht der White Boy aus. Tanzt auf den Ringseilen und dann der Dropkick. Von Seite auf Seite aus. Baseball Slide Dropkick. Auch der geht durch. Überrascht Halle mit der Schnelligkeit. Und beide suchen sich jetzt erstmal nach einer Waffe. Waffe ist gut, die kommen mit Leitern. Ja, aber die Zuschauer möchten gerne Leitern sehen. Aber White Boy nutzt die Gelegenheit für einen Angriff von hinten. Dann der Griff zum Koffer, weil damit wird das Match gewonnen. Aber Halle ist zur Stelle. Kann den White Boy erstmal unterbrechen. Und nun prügeln sie sich auf den Sprossen der Leiter. Und da geht es hin und her. Und da hat Halle das bessere Ende für sich. Tritt White Boy von der Treppe, versucht jetzt seinerseits den Koffer abzubauen. White Boy schon wieder auf den Beinen und nutzt die Gelegenheit, die Leiter umzuschmeißen. Nimmt ihn auf die Schultern. Electric Chair Drop. Die Vorteile jetzt bei White Boy.
White Boy jetzt oben auf Harle, Licht am Boden, schnappt sich auch die Leiter, wirft sie auf Harle Chris. Und er geht erstmal aus dem Ring. Keine Ahnung, was er da geplant hat. Aber das ist die Gelegenheit für Harle Chris. Er stellt die Leiter auf, geht auf den Koffer zu. White Boy geht zurück in den Ring. Noch kann er ihn abbrechen, unterbrechen. Aber er hat sich einfach zu viel Zeit gelassen. Harle Chris gewinnt das Match, da er den Koffer schneller abgebaut hat. Ich war besser gewettet, Hammer. Ich weiß nicht genau, was sich der White Boy dabei gedacht hat, als er nach draußen gegangen ist und sich erstmal ausgeruht hat. Die Zeit konnte Harle Chris natürlich nutzen, um sich den Sieg zu sichern. Das bedeutet, Harle Chris geht mit seiner Siegesserie voran. Jetzt 4 Siege zu 2 Niederlagen auf 66,67% Siegquote. Während der gute White Boy die Niederlage kassiert und auf 3 Siege, 3 Niederlagen geht. In diesem Community-Herausforderungsmatch Harle Chris besiegt den White Boy.